Clubman. Das klingt schon so nach Luxus, schweren Ledersesseln und edlem Ambiente. Davon war der bisherige Mini Clubman noch ein Stück entfernt. Doch nun wird dieser Mini Maxi. 6 Türen statt 5 und 103 mm mehr Radstand als sein Vorgänger. Die stattliche Länge des neuen Clubman 4,25 Meter. Sein Kofferraum hinter der traditionell geteilten Hecktür ist von 278 auf 360 Liter gewachsen. Das Mini-Cockpit ist so verspielt wie eh und je, aber jetzt endlich stimmt die Verarbeitung und die Materialien überzeugen. Premium ist im Innenraum des Clubman keine Worthülse mehr. Doch weil Clubleder, Clubluxus und Clubatmosphäre teuer erkauft werden müssen, dürfte die Zahl der Clubman-Kunden nicht in den Himmel wachsen. Extras sind teuer, aber dafür bewegt sich die Bandbreite des Angebots fast auf BMW-Niveau. Technikfans wird's freuen. Optional gibt es einen Fahrmodus-Schalter mit 3 Programmen. Was noch fehlt im Mini-Portfolio sind zusätzliche Assistenten, die nächste Stufe der Connectivity-Innovation und alternative Antriebe. Ein Plug-in-Hybrid ist in Arbeit, aber Elektromobilität dürfte erst 2020 ein Thema sein. Bei den Motoren stehen 3 Diesel von 116 bis 190 PS und 3 Benziner von 102 bis 192 PS, wie hier im gezeigten Mini Cooper S Clubman zur Auswahl. Damit soll er in 7,2 Sekunden auf 100 sprinten und bis zu 228 km in der Stunde schnell sein. Der Verbrauch liegt laut Mini bei 6,2 Liter. Preislich startet dieses Modell ab 27.500 Euro. Das karg ausgestattete Grundmodell der Clubman One kostet 21.900 Euro. Na klar, es war schon immer teurer, einen besonderen Geschmack zu haben. Das gilt auch für den neuen Clubman, der Vernunft und Emotionen auf einen gemeinsamen Nenner bringt. Mini-Fans, die praktisch denken, finden in ihm einen teuren Helden.